Hallo und herzlich willkommen zu Spieltag Nummer 21. Für uns ist diese Saison nicht mehr viel drin. Ganz anders sieht das bei unserem heutigen Gegner ATSV Erlangen aus. Die angespannte Lage erkennt man bereits nach 5 Minuten, in der der Torwart einen ersten Patzer noch verhindern kann. Noch in der Anfangsviertelstunde ein vielversprechender Angriff unserer Mögeldorfer, doch Glauber scheitert hier leider an der Latte. Nur ein paar Minuten später dann das 1:0. Wunderschöne Vorlage von unserem genesenen Achter Jan Kiele, der Glauber bedient und auch der Abschluss ist überragend. Und weil es so schön war, gleich nochmal. Nach fast einer halben Stunde dann die erste Offensivaktion der Gastgeber. Im Endeffekt aber auch zu ungefährlich. Nach einer halben Stunde ist unserem Kapitän hinten dann etwas langweilig, weshalb er zum Dribbling ansetzt. Mit etwas Glück hier auch noch eine richtig gute Chance. Der Start der zweiten Halbzeit ist etwas schleppend. In der 65. Minute dann trotzdem eine Doppelchance. Zunächst der Abschluss und anschließend die Ecke, die der Torwart allerdings gut parieren kann. In der 77. Minute ist es dann soweit. Aus dem Nichts gelingt den Gastgebern der Ausgleich. Doch kaum beeindruckt von dem Ausgleich spielen wir weiter nach vorne und bekommen nur 2 Minuten später einen Elfmeter zugesprochen. Richtige Entscheidung des Schiedsrichters. Wie gewohnt bleibt unsere Nummer 7 vom Punkt cool und verwandelt zum 2:1. Zum Ende hin hatten wir dann noch ein, zwei gute Chancen. Hier beispielsweise durch Glauber. Den Schlusspunkt setzten wir dann in der Nachspielzeit. Bei diesem Konter kommt nicht mal die Kamera hinterher. Nico Friedrich markiert das 3:1. Ist also der Endstand. Wir belohnen uns am Ende doch noch für eine zumindest in der ersten Halbzeit gute Leistung.